Einen wunderschönen guten Morgen aus dem wunderschönsten Ubud. Ich habe neue Nachbarn bekommen. Da drüben zeige ich euch mal. Ich glaube, der Nachbar gefällt mir viel besser, weil die, die hier vorher gewohnt haben, die waren so laut und der ist ganz leise. Ja, ich habe hier noch ein paar Früchte, ein paar Mangostinen gefuttert. Jetzt hole ich mir ein Grab und dann geht es in die Wasserfälle der Umgebung. Also ich habe mir einfach auf der Karte alle Wasserfälle rausgesucht, die hier so im näheren Umkreis sind. Da sind recht viele. Und da grab ich mich jetzt von einem zum anderen. Seid ihr dabei? Dann lass uns starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, ich bin jetzt mit dem Grab hier ein bisschen in die Natur gefahren. Da steht mein Fahrer noch. Der hat mich sicher hierher gebracht. Und hier hinter mir ist schon der Dschungel und jetzt muss ich erstmal den Eingang zum Wasserfall suchen. Die 5,6 Kilometer haben jetzt genau 35 Cent gekostet. Einfach mal nachfragen, ne? Hier im Warum gibt es den Eingang nach da unten. Einmal erstmal der Blick von oben, sieht ja schon mal gut aus. Jetzt muss ich hier durch die Luke krabbeln. Ups. Okay. Wow, ist das nicht schön? Da versuche ich jetzt hochzuklettern. Oh, angenehm kühl. Da ist das Warum, da komme ich her. Und jetzt kühle ich mich erstmal ab. Ich versuche jetzt mal ein kleines Stückchen durch den Fluss weiter zu wandern. Hier komme ich jetzt irgendwie nicht weiter. Da liegt so viel Müll und es ist schwierig. Okay. Ich versuche es einfach ein bisschen flussaufwärts. Okay, ich habe Tiere gehört. So wie ein Sprung von einem Ast. Ich weiß nicht, ob es hier Affen gibt. Oh, hier ist es tief. Mann, Mist. Hier sind übrigens so kleine Wasserläufe auf dem Wasser. So, ich setze mich jetzt hier in den Schatten und plane meine Weiterwanderung, weil hier geht es absolut nicht weiter. Jetzt muss ich wieder durch diese Luke hier klettern. So, bye bye. Weiter geht's. Ich buche mir jetzt einen Grab. Der nächste Wasserfall ist 5,6 Kilometer entfernt. Ciao! Ich bin jetzt in der Nähe von meinem Wasserfall angekommen, bin hier wieder mit dem Grab gefahren. Diesmal kam sogar eine Frau. Und ja, jetzt wandere ich dahin. Es ist ein bisschen abgelegener. Ich hoffe, dass hier nachher wieder ein Fahrer herfindet und stelle mich schon mal auf eine längere Wartezeit ein.
Ja, na dann. Sie hat sogar eine Uniform an. Gute Weiterfahrt. Das war jetzt nicht weit. Hier sind wieder Reisfelder. Das scheint neu zu sein, dass man hier Eintritt zahlt. Habe ich so nicht gefunden. Eigentlich kostenlos war es eigentlich. Eine Eintrittskarte wollte sie mir auch nicht geben. Also kann sein, dass sie mich jetzt abgezockt hat. Aber gut, 20.000 ist jetzt nicht die Welt, ne? Der Eingang sieht schon mal ganz gut aus. Na? Ihr? Hey, na ihr? Oha! Da ist ein bisschen mehr Wasser drin. Okay, diesmal sind Leute hier, aber nicht allzu viele, wie man in Bali eigentlich erwarten würde. Sehr coole Location. So, ich bin jetzt hier zurück am Eingang und muss jetzt erstmal Mittag essen. Schauen wir mal, was es Leckeres gibt. Heute gibt es mal einen Aloe Vera Drink. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Lecker. Der schmeckt nach Limette, gar nicht so, wie ich es von Aloe Vera gewohnt bin. Einmal Mi Goreng vegetarisch bitte. Kostet 2,45, 1,45, aber es ist hier eher so ein touristisches Lokal. Mein dritter Wasserfall für heute ist fußwärts zu erreichen. Ich laufe durch die Reisfelder hier. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, Reis wird hier dreimal im Jahr angebaut. Der braucht genau 3,5 Monate, um reif zu werden und geerntet werden zu können. Nächster Wasserfall, der dritte heute. Sind die hinter mir? Oh, hallo. Hinterher gerannt. Ich habe nicht gesehen, dass da so eine Box steht für Eintritt. Habe jetzt 15.000 Eintritt bezahlt. Das sind 87 Cent oder so. Kann man machen. Hier sieht es wieder richtig schön aus. Hier ist übrigens Bambus. Bambus wächst 6 cm am Tag. Wahnsinn. So sieht der Weg aus. Ah, es ist so ein schönes Land. Er erntet gerade den Reis hier. Hab gefragt, ob ich ein Video machen darf. Erntezeit. Okay, thank you, bye. Sehr süß. Hallo. Ich bin übrigens die Erste hier, die heute hier ohne Guide ankommt. Alle anderen, die hatten alle einen Guide bei. Ich musste mich nämlich in so ein Buch eintragen. Und so sieht die ganze Area hier aus. Also das Wasser kommt hier von rechts. So, jetzt muss der Fahrer hier irgendwie schon kommen. Ich glaube, da ist er, oder? Der hat was Grünes an.
Denn jetzt gucke ich erst, wie ich heiße und dann... Yes! So, ihr seht, ich bin mitten in Ubud, hier direkt am Bazar habe ich mich absetzen lassen. Mein Fahrer, das ist hinter mir, der in grün. Und jetzt gehe ich nochmal in den Bazar. Ich hatte da neulich was verhandelt und das wollte ich mir jetzt noch abholen, denn morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs und übermorgen geht es schon los hier. Und meine Acai-Bowl. Und für die Wartezeit habe ich hier so einen ganz leckeren Kokosnuss-Snack bekommen. So, ich bin jetzt zurück in meiner Hütte hier am Dschungel. Hört ihr das? Ja, der Tag war lang. 3 Wasserfälle an einem Tag und dann noch 3 wunderschöne, wo jetzt nicht Menschenmassen sich überrennen. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier bin. Hatte ja noch eine schöne Fußmassage. Jetzt dusche ich noch schnell und dann geht's ab ins Bett. Dann morgen geht's weiter. Morgen habe ich wieder einen privaten Fahrer. Der fährt mit mir gen Westen. Alles Sehenswerte, was im Westen zu sehen ist von Bali, will ich mir morgen anschauen. Ja, das kommt dann nächste Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren. Bis bald. Ciao.